Und damit geht's weiter, Partners, hier beim Ranch Simulator und der nächsten Folge. Heute geht's der Ranch der Alten ans Leder. Und zwar legen wir jetzt los. Wir schnappen uns, ja, das gesamte Dingen hier, die Bruchbude, und reißen hier einfach alles ab. Wir müssen hier einfach alles kaputt kloppen. Und das ist tatsächlich wie, bam, wie beim Hausflipper, wo man dann hier wirklich Stück für Stück alles auseinanderruppen kann. Bis auf die Basics sozusagen. Ja, aber leider nicht nur kann, sondern eben auch muss. Bam! Und das Allerwildeste ist, man fängt ganz oben an. Bis ganz auf den Grund. Leck mich fett, Alter. Legen wir los. Da weg, da weg. Scheiben, Wände, zack, Türrahmen, alles weg, zack, und das muss kaputt. Und weil die Wand sonst nicht kaputt geht, muss auch erst die Tapete runter und die Scheibe raus und die Lampe ab. Und weiter geht's. Damit haben wir jetzt hier die oberen beiden Geschosse komplett zerstört. Und dann fehlen jetzt hier noch die Decken. Rams. Jawohl. Und dann machen wir hier unten noch weiter. So, damit haben wir das Ganze komplett zerstört. Wir kriegen einen Reward, wir kriegen einen Bonus dafür von 600 Tacken. Und das ist auch gut so. Jetzt haben wir erstmal mitten in der Nacht. Ich würde sagen, wir legen uns mal eine Runde hin. Und dann gucken wir, was wir mit den 600 Tacken als nächstes machen können. Ja, wunderbar. Nachdem wir jetzt den ganzen Tag hier das Haus abgerissen haben, zum Glück müssen wir ja den ganzen Schrott nicht noch irgendwie extra wegbringen, können wir jetzt hier ein neues Gebäude hinstellen. Und dann gehen wir wieder ins Baumenü und sehen schon hier, wenn wir hier rumscrollen, so, die verschiedenen Baupläne sozusagen. Mit riesen Einfahrt. Alter. Farmhaus, luxuriös. Ich meine, das Ganze macht natürlich Bock, riesengroß, wenn man hier auch im Koop zockt mit bis zu drei weiteren Spielern. Dann kann das natürlich hier richtig wild werden. Auch das Abreißen und so kann natürlich dann richtig gut abgehen. Und das ist dann natürlich auch alles schnell erledigt. Ich guck mal eben vom Preis her. Alles nicht verfügbar, nicht verfügbar. Das hier ist verfügbar. Naja, dann setzen wir es mal hin, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier die Basics für unsere neue Farm gelegt. Und so soll das Ganze aussehen. Und das Ding, das bauen wir uns jetzt. So, da hieß es gerade, Alter, wir brauchen jetzt Bretter. Und das sieht jetzt wirklich so aus, als ob wir uns unsere eigene Farm brettermäßig zusammenbauen. Das heißt, wir füllen hier mal eben... Wir füllen hier mal eben Benzin rein. So. Lassen wir das mal hier stehen. Jawohl, der ist voll. Dann haben wir jetzt hier am Generator eine dicke, fette Kreissäge. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir bloß noch Holz. Und da wurde dieser kleine Baumstamm hier schon angemarkert. Den sollen wir verholzen. Ich hatte schon mal ein bisschen was aufgeladen. Gucken wir mal. Laden wir noch mal ein bisschen was nach. Da passt ja noch was rein. Machen wir die Karre erstmal schön voll.
Oh, noch der letzte Baumstamm drauf. Bisschen überladen vielleicht die Karre, aber sieht gut aus. Und das Wichtigste enthält, was da einmal drauf platziert ist, ist platziert und das hält. Jawohl. So muss das sein. So. Dann laden wir mal jetzt hier voll. Beziehungsweise fangen wir mal hier an. Alles klar. Und dann wird jetzt hier gesägt, Alter. Mach mal an hier den Motor. Ab geht es. Wir brauchen Bretter. Geil. Mega, Alter. Boah, wie das lückt. Genial, kann ich dir sagen. Zack. Bester Job ever. Ich weiß nicht, ob das reicht, ob wir so viel brauchen, wie auch immer. Ich baller die jetzt hier durch, Alter. Bei dem Haus, ich kann mir gut vorstellen, dass das so lange braucht und dass man das alles an Holz benötigt. Ist das laut hier, Alter. So, wir sehen uns gleich wieder. Und da ballert das nächste und das letzte Stückchen Brett durch, Alter. Wir haben hier einen riesen Berg an Brettern. Aufladen, ab zum Haus damit und gucken, wie es dann weitergeht. So. Wir haben alles aufgeladen. Schnell den Generator ausmachen. Verdammt, der lief ja die ganze Zeit. Und ab in die Karre. Holzplanken genommen, Holzplanken eingefügt. Das ist jetzt der Job. Ab dafür. Bam, da sind wir. So. Und dann nehmen wir jetzt hier die Holzplanken. Zack, zack, zack. Drei Stück kann man immer aufstapeln. So, und nu? Einsetzen. Nee. Ach Quatsch, Alter. Man baut sich das tatsächlich so jetzt auf. Das war also gar nicht so eine schlechte Idee hier, die drei, die ganzen Bretter schon mal zu nehmen. Man baut sich tatsächlich so ein Gerüst hier auf. Alter Falter. Na dann kann das ja ein bisschen was werden, ey. Zack, zack, zack. Da war das ja mit den ersten drei Bäumen hier fällen, vier Bäume fällen, gar nicht so verkehrt, ey. Also im Großen und Ganzen natürlich eine Sache, die in einem Team viel geiler vorwärts geht, viel mehr Spaß mit Sicherheit auch noch macht, dass man sich dann einfach schön an die verschiedenen Aufgaben dran macht. Einer sägt, einer fällt noch ein paar Bäume, man bringt das hin und her. Also mit vier Leuten mit Sicherheit genau das Richtige, wo man schön entspannt zusammen zocken kann. Sehr, sehr geil, ey. So, ich muss jetzt hier ein bisschen bauen. Und dann gucken wir gleich nochmal rein, wie es aussieht. Ach, das ging ja jetzt schnell. Und das ist aber auch dankbar. Leck mich fett. Das heißt, ich habe jetzt gerade nur das Gerüst gebaut, gehe gerade raus hier mit den letzten Brettern und zack, da ist es fertig. Affengeil. Glückwunsch steht jetzt hier. Du hast die Einführungsquest abgeschlossen und beherrschst nun die Grundlagen. Ja, wunderbar. Kannst die Welt erkunden, Gebäude bauen, Tiere kaufen und züchten, neue Fahrzeuge erwerben, auf die Jagd gehen und deine Ranch erweitern. Weitere Details findest du im Glossar. Es ist Zeit, dein Gehöft zu einer florierenden Ranch auszubauen. Good luck, viel Glück und ich würde sagen, damit starten wir dann natürlich auch in der nächsten Folge. Von daher, howdy, Partners, bis zum nächsten Mal.